Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir zusammen eine perfekte Zwischenverpflegung und zwar ein Powerriegel. Die gesunde Alternative zum Snacken, perfekt für ins Freibad mitzunehmen bei diesen Temperaturen oder auf eine Wanderung, einfach für zwischendurch ideal. Ich brauche hier ziemlich viele Zutaten, die kannst du alternativ auch austauschen. Ich habe getrocknete Früchte, Nüsse, Samen und Getreideanteil. Wir legen gleich los bei den Aprikosen. Hier habe ich 180 Gramm getrocknete Aprikosen. Die sind reich an Carotin und Vitaminen. 50 Gramm Cranberries, ebenfalls getrocknet, auch sehr vitaminreich, vor allem Vitamin C. 75 Gramm Walnüsse, sehr gesunde Fette drin. Dann haben wir 50 Gramm Chiasamen, die werden auch Supersamen genannt, viele Proteine und Ballaststoffe. Dann haben wir 50 Gramm Leinsamen, ist eigentlich genau das gleiche wie die Chiasamen, nur einheimisch, ein bisschen Unterschiede, aber wenn du nicht Chiasamen verwenden willst, kannst du auch den ganzen Anteil Leinsamen nehmen. Und dann Pistazien, coole Farbe, optisch natürlich genial und auch wieder gesunde Fette. Getreideanteil habe ich hier 75 Gramm Quinoa-Flocken. Das ist ein sogenanntes Pseudogetreide, war das Grundnahrungsmittel der Inkas und ist auch glutenfrei, auch sehr gute Nährstoffe. Hier 50 Gramm Quinoa Pops, die sind einfach schon ein bisschen aufgepoppt. 40 Gramm Haferflocken, auch sehr gesund. Ein sehr, sehr gutes Kohlenhydrat. Und zu guter Letzt 120 Gramm Bio Cornflakes, die sind ungesüßt. Also du kannst das hier auch zusammenlegen, wenn du nur eine Nusssorte machen willst, dann kannst du das machen oder hier alles Haferflocken verwenden, geht auch. Ich will dir hier die Vielfalt zeigen und natürlich ein paar Farbakzente muss der Riegel dann haben, drum hier die Aprikosen und die Pistazien. Als erstes, damit das Aroma noch besser zum Tragen kommt, nehme ich alle Nüsse und Samen, gebe die auf ein Backblech und röste die für 15 Minuten bei 170 Grad ab. Flach verteilen und ab in den Ofen damit. 15 Minuten später duftet die ganze Küche schon nach gerösteten Nüssen und Kernen. Herrlich. Die lasse ich mir jetzt erstmal auf dem Tisch auskühlen. In der Zwischenzeit sind die Nüsse und Kerne ausgekühlt. Ich habe mir einen Blender hier vorbereitet. Du kannst es aber auch von Hand mischen. Es geht hier vor allem um die getrockneten Aprikosen, damit die schön fein werden. Die kannst du auch von Hand schneiden. Im Blender ist es aber witziger. Aprikosen rein, schließen und let's go. Nehme ich mir gleich die Nüsse und Kerne, gebe sie mit dazu, Quinoa-Flocken, Haferflocken, nicht zu lang im Mixer lassen, sonst habe ich nur noch Mousse und das will ich natürlich nicht. Sieht schon super aus. Dann gebe ich mir hier die Pops noch dazu. Die will ich nicht zerstören. Darum hätte ich die von Hand runter. Und dann die Cornflakes. Auch noch unterheben. Die kann ich ein bisschen zerdrücken mit der Hand gleich. So, jetzt brauchen wir noch ein natürliches Bindemittel. Als gesündere Zuckeralternative nehme ich hier Ahornsirup. Da gebe ich 120 Gramm dazu. Mische mir alles durch. Dann kommt alles in diesen Backrahmen rein. Der hat eine Größe von 36 auf 23 cm. Du kannst aber diese Menge auch in dem normalen Haushaltsbackblech einlegen. Dann gibt es einfach ein bisschen die flacheren Riegel. Fest andrücken.
Und als farbliches Highlight oben drüber noch die Cranberries. Super Kontrast. Jetzt drücke ich das nochmal fest an. Dazu nehme ich da so einen Glasbogen. Sonst ist die Gefahr da, dass die dann wieder auseinanderfallen. Und drum schön reinpressen. Die werden jetzt für 25 Minuten bei 190 Grad gebacken. Falls du eine Schwadenfunktion hast, dann Dampf reingeben, dann karamellisiert das noch viel schöner durch den heißen Dampf. Ich habe unten ein Backblech eingelegt, da gieße ich jetzt einfach etwas Wasser auf. Nach 25 Minuten sind die perfekt gebacken und schau jetzt mal. Da muss wirklich so viel Dampf rauskommen, damit die schön binden und das alles schön karamellisiert ist. Wunderschön. Duftet schon richtig gut, die ganze Küche. Hier entferne ich mir gleich den Backrahmen. Jetzt nehme ich mir hier den Ruckzuck und markiere die Powerriegel einmal in die Mitte durch. Und dann in der Breite 4 cm. Die Markierung ist gemacht. Jetzt lasse ich die zuerst auskühlen, denn wenn ich jetzt die hier schneiden würde, dann brechen sie gleich auseinander. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen binden. Wenn du statt Ahornsirup Zucker verwendest, dann musst du sie direkt jetzt schneiden, sonst wird der Stein hart und nachher kannst du sie nicht mehr schneiden. Aber hier bei Ahornsirup zuerst auskühlen lassen, aber die Markierung hilft, dann diese nur noch in Stücke zu schneiden. Sie sind ausgekühlt und fest, vom Backblech runter, durchschneiden. Schön die Riegel richtig durchsägen, nicht nur runterdrücken, sonst brechen die gleich. Man kann schon machen, dass die nicht brechen. Das ist immer eine Frage des Verhältnisses des Zuckers. Aber ich habe ihn hier auf das Minimum reduziert. Da muss ich jetzt mit dem leben. So sehen die Dinge aus. Wunderbar. Super knusprig. Und dadurch einfach halt einen hohen Energiewert mit gesunden Zutaten. Wie gesagt, wenn dich das Brechen extrem stört, einfach Zucker hoch, also Ahornsirup hochfahren, bis etwa 200 Gramm würde ich dir empfehlen. Mich stört es nicht, es ist mir sonst zu süß und eben die Bindung kann ich damit leben. Wenn du es noch ein bisschen süßer haben willst, dann kannst du die auch noch in Schokolade reintunken und einfach hier bei der Kuvertüre darauf Acht geben, dass du eine verwendest mit einem hohen Kakaoanteil. Die hat jetzt sogar 80%, entweder so, du kannst einfach hier bis zur Mitte gehen, schön rausziehen, ablegen. Denn je höher der Kakaoanteil, desto weniger Zucker ist es und wir wollen uns ja hier das Gesunde nicht noch mit dem Zucker versauen. Ich esse sie am liebsten so und problemlos 14 Tage haltbar, kühl und trocken lagern. Denn die ziehen gerne Feuchtigkeit und werden sonst weich, kühl und trocken lagern. Dann funktioniert das wunderbar. Zur Not kannst du sie auch einfrieren. Und das ist ein perfekter Snack, um mitzunehmen bei dieser Hitze. Ich beiß mal rein. Jetzt habe ich die Power, fühle mich viel wacher. Nein, Spaß. Lecker. Die Süße der Aprikosen kommt sehr schön mit dem Knusprigen der Nüsse und der Kerne. Sehr ausgewogen. Sättigt dann natürlich auch sehr gut, hält lange satt. Eine gesunde Alternative zu den anderen Snacks. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept dazu findest du hier unterhalb des Videos, wie auch hier eingeblendet. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Daumen hoch, schreib mir einen Kommentar, findest du dieses Rezept cool, wirst du es nachmachen, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video, dein Marcel.